Am Rund zusammengebrochen. Passanten haben den Notarzt gerufen. Der konnte aber leider nicht mehr viel für sie tun. Haben die was Verdächtiges bemerkt? Leider nein. Ich habe die Personalien der Passanten aufgenommen. Und ich glaube nicht, dass uns da jemand weiterhelfen kann. Gibt es Hinweise auf ein Gewaltverbrechen? Der Notarzt hat keine äußeren Verletzungen festgestellt. Allerdings ist da das Blut aus ihrem Mund. Die Frau kommt mir total bekannt vor. Wirklich? Ja. Ja, vielleicht von einem Fahndungsaufruf oder einer Vermisstenanzeige. Habt ihr schon Namen? Sie hat keinen Ausweis mitgeführt. Allerdings dieses Bündel Visitenkarten hat sie dabei gehabt. Galerie Schneider und Bladig. Ist hier gleich um die Ecke, da können wir fast zu Fuß hingehen. Ja, dann machen wir das doch. Vielleicht kennt sie dort ja jemand. Und die Leiche geht dann gleich in die Pathologie, ja? Alles klar. Danke. Entschuldigung, wir wollten Sie nicht erschrecken. Nein, nein. Ich habe mich zu entschuldigen. Wenn ich male, bin ich mitunter wie im Rausch. Da merke ich gar nicht, wenn Kunden hereinkommen. Interessieren Sie sich für ein bestimmtes Bild? Nein. Wir sind von der Kriminalpolizei. Rietz, mein Kollege Herr Grass. Polizei, aber ist was passiert? Ja. Kennen Sie diese Frau? Moment. Das ist Birgit. Birgit und weiter? Birgit Schneider, meine Geschäftspartnerin. Deswegen Schneider und Bladig, okay. Das Blut aus ihrem Mund. Ist sie? Ja. Es tut uns sehr leid, sie ist tot zusammengebrochen. Was ist passiert? Das können wir momentan noch nicht sagen. Sie standen ihr sehr nahe, oder? Wir haben uns vor einem Jahr auf einer Vernissage kennengelernt. Es war, als hätten wir uns ein Leben lang gesucht und endlich gefunden. Wir gehörten einfach zusammen. Ihre Vorstellungen von Kunst, vom Leben im Allgemeinen. Wir waren eine Seele, wir gehörten einfach zusammen. Sie waren also auch privat liiert. Ja, das Geschäftliche hat sich dann von ganz allein ergeben. Sie ist zur Hälfte in meine Galerie eingestiegen. Sie kann doch nicht einfach so sterben. Herr Bladig, Ihre Partnerin hat überhaupt keine persönlichen Sachen bei sich. Ja, die hat sie bestimmt wieder vergessen. Sie hat ein paar Bilder ausgeliefert. Da ist ihre Handtasche. Darf ich? Ja, bitte. Können wir die Sachen mitnehmen? Ja, selbstverständlich. Litt sie an irgendeiner Krankheit? Nein, das hätte sie mir gesagt. Wobei, in letzter Zeit hat sie oft über Magenschmerzen geklagt. Kein Wunder bei dem ganzen Stress. In 2 Wochen haben wir eine wichtige Vernissage. Wie soll ich das bloß alles schaffen ohne Birgit? Herr Bladig, sollen wir jemanden für Sie anrufen? Nein, danke, ich komme schon zurecht. Okay. Sobald wir wissen, was passiert ist, teilen wir es Ihnen mit, ja. Wiedersehen. Alles klar. Gut, danke, Robert. Michi, du glaubst es nicht. Der Ausweis von Birgit Schneider ist gefälscht. Ja, wer ist sie dann? Wenn ich das wüsste. Aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe die Frau schon mal gesehen. Guck du doch mal, vielleicht erinnerst du dich ja. Ja. Tja.
du, ja. Ja klar, das habe ich schon mal gesehen. In den Ermittlungsakten. Das war ein Urlaubsfoto vom Strand. Sandra Völkermann. Ja klar, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Den Fall haben wir beide doch bearbeitet vor ungefähr 2 Jahren. Die bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Frauenleiche im Wald. Ja, aber die Tote ist doch damals zweifelsfrei als Sandra Völkermann identifiziert worden. Anhand des Ehrens und anhand des DNA-Abgleichs. Ja. Und der Mann wurde verurteilt für die Tat und sitzt in Haft. Ja, sprach ja auch alles gegen ihn. Der war ohnehin gewalttätig, dann die Morddrohung gegen seine Frau und er hatte kein Alibi. Ja, da muss uns irgendjemand falsche DNA-Spuren untergeschoben haben. Michi, wenn das so sein sollte, dann heißt das, dass der Ehemann unschuldig in der JVA sitzt. Ja, wenn das wirklich so ist, dann muss er sofort wieder raus. Hm. Ah, macht ihr die Obduktion jetzt schon selber? Wie, bist du noch nicht fertig? Keine Sorge, längst erledigt. Folgendes. Die Frau verstarb an einem akuten, geplatzten Magengeschwür. Sie ist quasi innerlich verblutet. Daher das Blut aus ihrem Mund. Das ist eine natürliche Todesursache. Kein Fall für euch. Oh doch. Sandra Völkermann muss ihren Tod vorgetäuscht haben damals. Ja, aber wer war dann die tote Frau im Wald? Wieso Sandra Völkermann? Ja, das ist sie. Was? Wir müssen sofort die Vermisstenanzeige der letzten 2 Jahre durchgehen. Ja, wir müssen rauskriegen, wer die Tote damals war und uns um den inhaftierten Ehemann kümmern. Moment mal, und was schreibe ich jetzt hier auf das Namensschild? Wirklich sehr, sehr nett, dass Sie mich persönlich aus dem Knast abholen. Nach 2 Jahren. Es tut mir sehr leid, Herr Völkermann. Mhm. Und mir erst. Ich habe Ihnen damals wieder und wieder erklärt, dass ich unschuldig bin. Aber Sie und Ihr Glatzköpfer-Kollege wollen mir ja nicht glauben. Sie hätten kein Alibi. Kein Alibi? Sie haben mir 2 Jahre meines Lebens genommen, ja? Wissen Sie, was für ein Gefühl ist im Knast überhaupt? Aber wissen Sie was? Ich werde mich noch revanchieren. Moment mal, was haben Sie da gesagt? Soll das etwa eine Drohung sein? Sehen Sie es als eine Art Versprechen. So, danke für die Taxifahrt, Frau Reetz. Sie können mich da vorne rauslassen. Nichts lieber als das. Was will er denn jetzt hier? Was ist denn hier los? Ich weiß wirklich nicht, wovon der Kerl spricht. Ich kenne den Mann ja noch nicht mal. Das ist Herr Völkermann, der Ehemann Ihrer verstorbenen Freundin. Genau, der Mann aus dem Bau. 2 Jahre für nichts, weil ihr mich verarscht habt. Was wollen Sie denn hier? Sie sollten jetzt mal die Füße stillhalten. Sonst geht es gleich wieder in den Bau. Alles klar, gut. Ich mache ja gar nichts. Also, hören Sie mal. Ich kenne den Kerl nicht. Ich konnte doch nicht ahnen, dass Birgit sich mir unter falschem Namen vorgestellt hat. Ich kannte sie doch erst 1 Jahr. So ein Schwachsinn, wer soll denn sowas glauben? Doch ehrlich, ich kann mir das doch auch alles nicht erklären. Ich weiß wirklich nicht, was damals war. Genau, und wenn das nicht stimmt, dann bist du dran, mein Freund. Hey, hören Sie auf mit den Drohungen und gehen Sie, los. Hier, Ihre Tasche und ab. Sie und der Glatzkopf, ja? Sie hören noch von mir. Sie sollten mal aufpassen, was ich sagen will. Dieser Völkermann ist richtig angefressen. Alter, der ist ganz schön sauer auf euch. Ja, kann ich gut verstehen, will ich auch. Immerhin hat der Mann 2 Jahre zu Unrecht in Haft gesessen, aber er sprach damals alles gegen ihn. Und das Gericht hat ihn verurteilt. Aber wer ist die Frau, die damals verbrannt ist? Naja, so Vermisstenanzeigen haben nichts ergeben. Muss doch irgendwelche Verwandten gehabt haben. Jetzt wird's interessant, Kollegen. Ach, wieso, hast du die Mittagspause wieder im Internet verbracht? Hier. Das ist ein Artikel aus der Lokalzeitung. Die haben vor 2 Jahren über eine Vernissage in der Galerie berichtet. Jetzt guck dir mal das Foto an. Zwischen den Frauen mal keine Ähnlichkeit besteht. Mhm. Das ist Sandra Völkermann, alias Birgit Schneider. Wie alt ist das Foto, hast du gesagt? 2 Jahre. So komisch. Der Galerist hat gesagt, er kennt sie gerade mal ein Jahr. Mhm. Soll er uns mal erklären,